und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 1, die Warmaster Edition mit mir und Krieg. Und wir kriegen wundervoll durch die Gegend. Hallo Auge. Das kann ich leider nicht zerschnitzen, das kommt erst nicht. Bäh. Scheiße. Das war dann mal der freudscheste Versprecher. Vor kriegsinfizierte Gewundheit. Oh Mann. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wir kriegen munterfröhlich durch die Gegend, was wir halt so machen, und dann habe ich was gesagt, was ich nicht sagen wollte, nämlich Neger. Aber so richtig random. Nett, dass hier einfach mal überall Zorn rumliegt. Krieg ich dich auch mal schneller. Geht doch voll easy. Und Snatch. Letztlich. Gott, Mann. Ich weiß echt nicht mehr, was ich sagen wollte eigentlich. Letztens. Ich hab einfach mega gesagt. So voll random. Das tut mir echt leid. Das war echt. Ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Das war schon ein bisschen lustig. Oh Gott, nicht fertig. Gott, ich hasse Fetti. Nein, ich mache jetzt keinen schwarzen Witz. Das ist ein bisschen sehr pietätlos. Ah, Mann. Oh Gott, was soll ich denn sagen? Ich weiß es einfach nicht mehr. Ach ja, das können wir jetzt nicht. Stimmt, ich kann das Auge erst nach. Was ist das Auge steckt? Ja, ist gut. Oh Gott, das Nicht wurde irgendwie gezogen. Mega. Entschuldigung. Tut mir echt leid. Gott, jetzt bleibt mal da. Das Gute ist, man kann sich ja mit Viechern so gut hochheilen. Danke für die Xier.
cool, der explodiert in der Truhe. Finde ich lustig. Diese Mistviecher greifen auch wirklich genau in dem Moment an. Einfach, wenn du gerade deinen scheiß Hit-Finisher fertig hast. Sag ich doch. Die sind so richtig ekelhaft mies. Alter, drück mich doch im Arsch. Fick dich! Batz! Batz! Und Batz! Batz, 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 Batz! Und... Batz! Nein, und Batz! Dings mich da noch ernsthaft erwischt. Oh, fett. Ach komm jetzt! Lass mich bloß in Frieden. Ich brauche eine Zaunruhe, ich brauche eine Zaunruhe, ich brauche eine Zaunruhe. Aha, wohnbar. Och, Arschloch. Was ist denn Fettsack? Danke, du bist echt eine gute Idee, die Gesundheit aufzubauen. Jawoll! Oh Mann. Blocken Gegenangriff. Kriegsabwehrinstinkt ist erwacht. Yay! Dadurch kann er körperliche Angriffe und Schussangriffe abwehren? Lol, okay, ja. Boitz! Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Danke, komisches Beobachtervieh. Ich hab dich langsam immer noch nicht lieb, aber egal. Hallo Viech! Das war also nicht geplant. Was will ich eigentlich, wie ich das mache? Ich will bitte aus dem Auge. Ach komm, haut schon ab. So, einmal Zorn auffüllen und einmal vollkommen unnötig Gesundheit ausfüllen. Ausfüllen. Wir füllen jetzt Gesundheit aus. Aus der Kiste in den Krieg rein. Rechts habe ich schon nachgeschaut, da ist nichts. Das muss der letzte von ihnen gewesen sein. Lass uns von hier verschwinden. Da passiert auch nichts, wenn ich das mache. Hier sind aber noch Grabsteine. Lol, ein Scheitibus-Dingzig. Oh, guck mal, da kommt ein Vieh. Nein, das ist nur eine Truhe. Wahrscheinlich musste ich nur die Großen zerkloppen. Nein, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber ich hab's geahnt. Es ist Darksiders.
Da gibt es normalerweise irgendwas, wenn du irgendwelche Dinge zerklopst. Die Sache ist bloß, wo ist diese Truhe jetzt? Da hinten, glaube ich. Sorgt, glaube ich, auch so ziemlich alle Grabsteine. Außerdem geben die ja sowieso schon Seelen. Das heißt, es gibt Sinn, dass ich die vorhin zerdeppern will. So. Sprache schwer ist. Ist schwer, Sprache sagen. Was ist das denn eigentlich? Achso, stimmt, das war Vulkan. Hast vergessen. Was ist denn eigentlich da oben? Das ist immer noch nicht schneller, aber wenigstens ist da mal was. Statt einfach nur hin und her gelatsche. Ups. Da geht's wieder zu. Besser gesagt, nicht mehr weiter. So, dann holen wir uns unsere wohlverdiente Truhe. Ich bin einmal komplett außen rum gelatscht, ne? Stück des Lebenssteins, yay! Und sonst nichts. Na gut. Immerhin. Gibt's hier keine schnelle Reisemöglichkeit? Oder wenigstens Gegner? Ich rufe euch, Reiter von Rohan. Okay, nein, nicht. Zäh! Faule Säcke hier. Meine Ahnen dich segnen. Kriegsgesichtsausdruck dabei, echt super. Verwüster. Diese Erweiterung erhöht den Schaden mit Umgebungswaffen verursacht. Ja. Waffenerweiterung. Waffenerweiterung. Der Massenschwindel gibt so viel zu gewesen werden. Drücken Sie die Waffe. Ja, okay. Gasfresser, Kriegslänge der Kringe. Nein. Das war nicht so ganz. Ausrüstung und Zorn. Leeres Gefäß. Schattenflug. Block gegen Angriff. Waffenschmiede. Die kriegen das jetzt wieder weg. Ah, cool. Aber ich will's weg. Joa, dann haben wir es jetzt halt für immer drin, oder wie? Das wäre immer so ein Scheiß. Das kann auch irgendwie nicht sein. Guck mir, jetzt ist es lila. Seelenfarming! Bam! Hier kommt Krieg, macht die Tür auf. Ab in die Kanalisation. Vielleicht soll ich mal speichern oder sowas. Daten? Spiel speichern. Speichern. Ja. Übernehmen. Tschüss. Guck mal, Fledermaus. Guck mal, zwei Fledermäuse. Hihi. Der Scheiß geht. Das ist ja voll lustig. Ich kann einfach mal in der Luft mit dem Scheiß holen und blasen. Das ist ja schon lustig. Und die dabei. Oh. Das war jetzt gar nicht geplant. Das habe ich jetzt ein bisschen latent unterbewusst gemacht. So, einmal Seelen ernten. So, das Auto wird vorausgeschmissen, nicht, dass da irgendwie eine Falle ist. Du Arschloch. Das geht schon.
kurze Episode und weiter geht's. Was? Oder kommt jetzt nur ein Fettsack? Nein, da kommt kein Fettsack. Gut. Ist da sonst noch was? Nö. Und weiter. Bleibst du gefälligst hier? Mann, bleib hier, weil ich dich töten will. So, Kleinvieh macht auch Mist. Ist hier noch irgendwo was? Ich glaube, da geht's wahrscheinlich nicht hoch. Aber hier gibt's noch ein Legionsartefakt. Artefakt Soldat, okay. Huch, Gottes Willen. Das kommt auf, wenn man die Maus kurz loslässt und dann wieder. Antippt. Hui. Warte mal, komme ich da auch hin? Ja, natürlich komme ich da hin, aber es bringt mir eiskalt gar nichts. Nein, da kann ich mich nicht festhalten. Komm her. Ah, hallo Vulkan. Auch wieder da. Komme ich jetzt am dümmsten da? Davon haben wir im Ganzen. Was? Sie ist schon wieder da. So. Wolkenposition. Hallo Wolken. Irgendwas verkaufen? Nö. Okay, ich brauche noch ein paar Seelenbrühe. Gib mir diese Sense, die noch mehr Seelen gibt. Das ist eigentlich oft tatsächlich mein Modus operandi in Spielen, wo es sowas geht. Ich fokussiere mich erstmal darauf, mehr Ressourcen zu kriegen und dann mache ich irgendeinen Scheiß. Auch dasselbe mit irgendwie Skills, die mehr Erfahrung geben. Oder Waffen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oder Waffen, die mehr Erfahrung geben.
Willst du mich verarschen? So. Oder Waffen, die mir Geld oder Erfahrung geben oder bla bla bla. Weil dann habe ich einfach nur mehr Ressourcen. Das ist irgendwo so ein kleiner Vorteil. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Also, ich kann auch die Treppe nehmen. Auf die Idee bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, wenn ich ehrlich bin. Wie der kleine Geier mich schon gesehen hat, ne? Ich find's ja gut, dass die Gebäude ja nur drecksriesig sind. Und die Stühle und so weiter, aber Krieg halt schon irgendwie doppelt so groß wie die Menschen in seiner normalen Gestalt. Naja. Jawohl! Ich kann mir die verdammte Sense holen. Jau! Ich glaube, Krieg wäre echt gut in der Barschlägerei. Auch wenn es zu Stühlen und so weiter ein bisschen an Wumms fehlt. Wulgrim! Ich will deine Sense! Deine Sense will ich! Ja, 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 ja! Diese große, dicke Sense, okay. Ich höre schon auf. Hui! So, hi Wulgrim! Gib mir deine Sense. Oder besser gesagt, Todsense. Ja. Der Tod. Errungenschaft freigeschaltet. Juhu. So, das haben wir gekriegt. Wie kann ich bescheidener Händler dir dienen? Ja, okay. Vielleicht soll ich doch zuerst ins Inventar reingehen. Waffenschmiede. Ah, ich verstehe. Warte mal. Passivbonus. Nutzungsbonus auf beliebige Art und Weise. Okay, muss es dann drauf. Ich weiß gerade gar nicht, ob es dann mit der... auf der Waffe sein muss, die wir gerade ausgerüstet haben. Es gibt eigentlich relativ wenig Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Weil da steht ja da... Gewährt Seelen für das Zerstören von Umgebungsobjekten mit allen Mitteln. Nutzungsbonus gewährt Seelen für das Zerstören von Objekten auf beliebige Art und Weise. Aber Nutzungsbonus ist der Bonus, den ich auf die Waffe habe. Aber da steht Nutzungsbonus für beliebige Art. Irgendwie gibt es keinen Sinn, ne? Drastenschaden. Wir können sie ja immer noch wieder hier hinpacken und dann... hier hinpacken. Warte mal, stopp. Null. Ha. Warte mal. Angriffe. Was haben wir denn da? Rechts, 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 rechts. Luftmühle. Der ist also rechts. Rechts. Ihr müsst damit rechnen, dass mir sowas öfter mal rausrutscht. Oh Gott, wir haben schon echt eine Folge, die ganz schön düster ist. Jetzt mit das mal einfach mitnehmen und jetzt rechts. Scheiße. Oh Gott, ich werd gesperrt. Hups. Nein, nein, nein. Ja, okay, ich denke, das war die gerechte Strafe dafür. Disclaimer. Ich bin jetzt mal dagegen, ne? Also, dass man rechts ist und so... Liga und etc. So, dergleichen. Erstmal so. So. Na, Witze drüber mache ich trotzdem. Die auch manchmal ein bisschen geschmackloser ausfallen. Gib ich ja zu. Wer spannt eigentlich diese gesamten fucking Ketten? Und vor allem, warum? Rechts! Rechts! Das juckt die gar nicht. Machen wir es halt mit links. Euch mache ich doch mit links weg.
muss echt damit aufhören. Es wird echt schlimm. Wenn es so weitergeht mit dem Level, mit dem Humor. Nein, du fliegst ja jetzt nicht runter, Krieg. Hui! Ey. Ach cool, der ist neu. Ha. Oh, guck mal. Denn ist noch ein Lebenstein, damit haben wir dann 4. Da freue ich mich so, dass ich erstmal durch die Gegend randaliere. Ist das nicht... Ach, was soll schon passieren? Nee, mir geht's gut. Hui. Alles lila. Sensi lila, Waffe lila. Krieg ist noch nicht lila, tatsächlich. So. Ich glaube, dann lassen wir die da. Also, per se ginge das ja, glaube ich. Also, ein bisschen unlogisch, wenn ich da so gar nicht hinkommen täte. Okay, da rutsche ich bloß ab. Aber vielleicht komme ich doch einfach nur nicht hin. Oh Mann. Nein, irgendwie schneller hin. Irgendwie schneller hin. Da kann man ja nicht durchgängig sprinten. Lauf schneller. Laufkrieg, lauf. Springkrieg, spring. Jetzt verarschen. Ja, wir sind heute mal wieder Profis. Ne? Gutes Team sind wir, Krieg und ich. So, flieg, Krieg. Willst du mich jetzt verarschen? Flieg doch! Ja, danke. Jetzt zu, dass du das nicht musst. Super. Mann. Doppel und dann halten. Ja, funktioniert doch. Ah, willst du mich verarschen? Ich hätte doch jetzt mal doch bitte das aktivieren können, Kreizhalle. Danke! Meine Gott, ey. So, das hat jetzt allein hier irgendwie 10 Minuten gebraucht. Nein, krieg das Spielchen von vorhin machen wir jetzt nicht nochmal. Ist ja echt, dass ich auch Autos so hochschmeißen kann. Ich kann alles so hochschmeißen, wie es scheint. Muss ich irgendwann mal über Fetti probieren. Guck mal, ist ein Flummi. Oh, Flummi kaputt. Lol. Ach, verpiss dich. Ja, willst du nochmal springen? Machen wir jetzt eine Autoschlacht? Dafür waren die ganzen Autos da. Du Arsch, hast dieses Auto runtergeworfen.
Nein, genau ausgewichen. Ach, die Klappe. Guck, kann ich auch. Ja, ausweichen. Zack, zack. Mann. Okay, Krieg. Geld oder Seelen? Am besten beides. Oder Leben oder Seelen. Nein, ich will hin, ich will hin, ich will hin, ich will... Nein! Oh, hi. Und tschüss. Hä? Einsammeln? Muss hier jedenfalls, sieht so aus. Interessant. Ach, verzisch dich doch. Steht sicher, wenn man herkommt. Behindertes Ding. Ticken zu weit weg, glaube ich. Oder muss mit irgendwie einer Pistole oder was weiß ich machen. Pfeil und Bogen. Och komm, das hat doch funktioniert. Ja, da halt nicht. Ich brauche das Interieur noch. Ich brauch das, aber ich habe eine Idee. Ich hau damit einfach aufs Auge. Jetzt mit dem Sofa umbenannt. Dein Ernst jetzt. Schnauze! Och Mensch, wieso geht denn das jetzt nicht? Hab doch perfekt gezielt gehabt. Das Ding irgendwie überraschen oder brauche ich dafür irgendeinen anderen Gegenstand, den ich noch nicht habe? Weißt du was, leck mich. Oh, coole neue Truhe.
Schlüssel des Betrachters. Aha. Das kann natürlich sein. Das heißt, das Ding ist ein Betrachter und dann ist ein Schlüssel für diesen Betrachter. Ich verstehe. Dann geht es nämlich auch weiter. Ich dachte jetzt Wunder was. So, Auge auf. Alter Scheiße. Netter Schlüssel. Hier lang. Da ist nichts. Nur ein Dämonentrick. Ich weiß, was ich sah. Er hat recht. Uriel. Es ist da. Unter dem Gestank dieses Ortes. Man spürt es. Uralt. Weder von der weißen Stadt noch aus den schwarzen Tiefen. Dazwischen verloren. Ja, und das sehen wir dann in der nächsten Folge. Tschüss.